Ho, 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 Kradujana und herzlich willkommen zu unserem neuesten Adventskalender-Türchen. Türchen Nummer 13 jetzt schon und es geht mit großen Schritten Richtung Weihnachten. Meine Freunde, nicht mehr viele Tage und wir haben schon jetzt den dritten Advent. Der dritte schon. Wahnsinn. Am 15. ist es soweit und dann, ja, sind es ja bloß noch ein paar Tage bis Heiligabend. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Weihnachtszeit. Könnt das Ganze genießen und müsst euch nicht mit blöden World of Warships Runden rumschlagen, wo sich alle bloß aktuell gegenseitig beleidigen. Ich weiß nicht, was da los ist. Wenn ihr selber das Gefühl habt, ihr müsst rumbeleidigen im Spiel, lasst es bitte. Lasst es. Gerade zur Weihnachtszeit. Ich weiß nicht, warum es da immer so vermehrt so extrem ist. Wahrscheinlich, weil viele Ferien haben, viele Urlaub haben. Aber gerade da muss man sich doch gegenseitig nicht so doll angiften. So, nur aber genug gequatscht. Wir fangen heute an mit 30 Tagen Premium. Nicht nur einmal, nein. Zweimal gibt es heute 30 Tage World of Warships Premium. Könnt ihr euch doch freuen. Gesponsert heute vom lieben Dimitis und vom Death by Snoosno. Die beiden haben sich gedacht, ey, Tag 13, da hauen wir mal richtig schön erstmal zweimal 30 Tage Premium raus. Sprich, zwei Gewinner suchen wir. Einer wird denn die Death by Snoosno Premium bekommen und einmal wird denn die Dimitis Premium bekommen. Ist ja unterschiedlich, ja. Bei dem einen, da kriegst du mehr EP, bei dem anderen mehr Credits. Ist ja logisch. Nein, ist genau das Gleiche. Es ist komplett identisch. Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr das Ganze hier ermöglicht. Übrigens nicht wundern, dass ich gerade so ein bisschen leiser rede. Ist gerade schon sehr spät hier bei uns und ich will die Nachbarn nicht wecken. Wir haben diese 30 Tage Premium, wie gesagt, zweimal jetzt hier drin. Zwei Gewinner suchen wir. Schlagwort hierfür ist einfach Premium. Denkt an die Kommentare, denkt an das Liken, Abonnieren, ganz wichtig. Wenn ihr müsst ein Abo da lassen, wenn ihr mitmachen wollt. Und denkt an der Kommentarsektion, angepinnt sind nochmal die Regeln. Die bitte nochmal durchlesen und dann kann hier gar nicht schief gehen. So, weiter geht's. Wir haben noch was ganz Tolles heute dabei, nämlich eine Mutsu. Diese Mutsu, meine Freunde, ist T6 angesiedelt, schießt tatsächlich mit 410 mm um sich. Wenn mich gerade nicht alles täuscht, hatte die Mutsu sogar Torpedos dabei. Die Mutsu war eins der ersten Schlachtschiffe von den Japanern, die sie tatsächlich mit Torpedos gebracht haben. Und wo man sich immer fragt, warum? Totaler Sniper ist eigentlich nur dafür gedacht, irgendwo hinten zu agieren und rüber zu schießen. Und kommt tatsächlich mit Torpedos daher mit 7 Kilometer Reichweite. Es ist in einer durchzechten Nacht bei Wargaming ist irgendeinem das eingefallen. Ah, frag mich nicht. Racht mich nicht. Auf jeden Fall mit den 410 mm, zweites Schlachtschiff, der in der Gato-Klasse steht hier, ist verdammt geil und auf T6 richtig gut dabei und kann man eine Menge Spaß mit haben. Übrigens, dieses wunderschöne Schiff hier gesponsert vom lieben Pü. Pü, Dankeschön dafür, dass du diese Mutsu hier bereitstellst und dass einer von euch da draußen dieses wunderschöne Schiff dann gewinnen kann. Weiter geht's. Der liebe Pü haut hier das erste Schiff raus. Es geht aber noch weiter heute mit Schiffen. Wir haben nämlich eine ganze Menge Schiffe heute dabei. Es geht weiter mit der Loyang. Panasiatischer Zerstörer Stufe 8. Hydro dabei, Nebel dabei, hat okaye Torpedos dabei, hat eine okaye Hauptbatterie dabei. Ich weiß, es ist kein Deutsch, aber okaye, das Wort gibt es gar nicht. Ist egal. Sie funktioniert recht gut, diese Kombination aber aus Hydro und Nebel ist so geil, dass du damit wirklich in den meisten Runden lange dabei bist, weil du durch die Hydro gerade am Anfang eigentlich gar nicht sterben kannst. Torpedos, die kommen, die siehst du immer rechtzeitig, kannst ausweichen und so ist es eigentlich nahezu unmöglich, mit der Loyang schnell aus den Runden auszuscheiden. Klar, wenn Fuchsvertreter noch dabei ist, wenn Radar kommt, hier und da kann alles passieren, aber andere Gründe gibt es eigentlich nicht mit der Loyang. Tarnwert ist auch okay und ist ein recht gut wirklich funktionierender Zerstörer, mit dem man eine Menge Spaß haben kann. Übrigens gesponsert vom lieben Brummel. Brummel, Dankeschön dafür, für diese wunderschöne Loyang. Weiter geht's, meine Freunde. Wir haben hier noch eine Worcester. Die Worcester selber heute gesponsert vom Meisterreporter. Meisterreporter, den kennt ihr vielleicht. Das ist der, der die Schiffstombola-Seite kreiert hat, wo wir immer so fleißig unsere Schiffslotterie-Folgen aufnehmen. Und die Worcester selber, die ist das allererste Mal tatsächlich jetzt dabei. Und ich verwechsel die immer mit einem anderen Schiff. Darum muss ich ja auch noch mal ganz kurz reingucken bei der Worcester selber. Wir haben 3x3 Geschütze, genau, mit 203 mm, genau. Haben also das ordentliche amerikanische AP dahinter und auch HE. Hat Nebel dabei, das ist nämlich das Geile bei diesem Schiff hier. Du hast Nebel dabei. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hat halt kein Radar dabei, so wie andere Schiffe so auf der Stufe von den Amis. Statt Radar, alles, wo es ums Radar herum gebalanced ist, hast du hier das gebalancete halt rund um den Nebel. Bedeutet aber, dass wir durch den Nebel halt nach vorne können. Wir haben auch den langen Nebel der Amerikaner und haben dann die Möglichkeit tatsächlich uns zu positionieren und die ganze Zeit mit den 203 mm richtig schön mitzuschießen.
Ganz tolles Schiff, kann man nicht anders sagen. Und Meisterreporter, vielen lieben Dank für diese tolle Möglichkeit. Die Worcester, ich hoffe mal, die müsste man so aussprechen, in dem Dreh auf jeden Fall. Hoffe ich mal sehr, dass einer von euch das Schiff dann sich dreht, sehr drüber freuen wird. Wir haben noch was Schönes heute. Etwas Deutsches, etwas, was viele haben wollen, nämlich die Brandenburg. Die Brandenburg selbst, ein tolles Schiff, kleines Kaliber, ist recht, will ich sagen, agil, ist aber nicht so einfach klein zu kriegen, finde ich persönlich, wie Tirpitz, Bismarck und Co., denn die Brandenburg auf T8 ja auch angesiedelt, ist nämlich von der Genauigkeit ein bisschen besser. Du kannst mit der Brandenburg besser auf Entfernung spielen, was wiederum bedeutet, dass du mit dem Schiff nicht nach vorne musst, um überhaupt mal was zu treffen. Das wiederum bedeutet, mit der Brandenburg ist es eigentlich in nahezu allen Runden möglich, wirklich gute Runden zu haben. Ich hatte sogar mein Rekord, glaube ich, mit der Brandenburg waren irgendwas mit 3500 Grund-IP oder so. Da hatte ich eine Mörderrunde. Leider aber nicht aufgezeichnet, die sieht man nicht auf YouTube nicht mehr. Aber da kann ich mich noch gut dran erinnern, dass ich mit der Brandenburg da richtig Spaß hatte. Tolles Schiffchen, sollte in keiner Sammlung fehlen. Und übrigens gesponsert heute von Wargaming, die ja jeden Tag hier so fleißig dabei sind. Darum heißt es ja auch der Team Crado World of Warships Adventskalender. Ne? Die sind ja immer ganz, ganz stark dabei und dieses Jahr mit 350.000 Dublonen haben sie hier den Adventskalender gefördert. Wahnsinn. Dankeschön. Und jetzt noch ein Preis, den habe ich eben gerade erst eingearbeitet. Der war nämlich eigentlich für heute gar nicht, nur besser, für heute war das Türchen eigentlich schon fertig. Aber nein, wir haben heute noch ein Geschenk. Es geht nämlich hier drum. 100 kleine Geschenke vom lieben Fjodor-F-Uschakow. Der liebe Fjodor hat mich nämlich angeschrieben und gefragt, ey, Crado, kann ich ein paar Geschenke droppen? Und dann hat er gesagt, 100 Stück von den kleinen. Und ich sagte, na, willst du die denn alle an einem Tag oder mehrere Tage? Und er sagt, nein, alle an einem Tag an einen Gewinner. Das bedeutet, einer von euch da draußen wird 100 Geschenke erhalten. Und das, meine Freunde, ist richtig geil, denn ich habe ja viele Geschenke geöffnet gehabt. So im Schnitt waren immer 1 bis 3 bis 4 Premium-Schiffe so drin bei knapp 100 Geschenken. Sicher Drop, weiß ich gar nicht, wo der da genau liegt. Aber die Chance, da denn eine Menge Schiffe rauszuziehen, ganz viele Signale, ganz viele Credits, Premium-Tage, Dublonen, Stahl und was weiß ich alles, goldene Container auch noch dazu, ja, ist unglaublich hoch. Daher vielen lieben Dank, Fjodor, für diese tolle Möglichkeit. Und einer von euch da draußen mit dem Fjodor, glaube ich, danach aber mal so richtig, mit Bommel heute eigentlich, mit dem Fjodor danach aber mal so richtig die Füße massieren, denn das ist echt was ganz, ganz Feines. Dankeschön für diese Möglichkeit, dass wir diese 100 Geschenke hier verlosen dürfen. Das Schlagwort ist hier einfach Geschenk oder Geschenke, schreibt ihr da denn einfach mit rein. Regeln, wie gesagt, guckt euch nochmal in die Kommentarsektion bitte an, da steht das alles genau mit bei, was ihr beachten müsst. Und dann gibt es gar keine Probleme und ihr könnt direkt mitmachen und gewinnen. Ganz wichtig, viele Kommentare, achtet bitte darauf, dass eure Kommentare auch wirklich gepostet werden. YouTube ist gerade wieder dabei, viele, viele Kommentare leider rauszulöschen, warum auch immer. Kann an eurer Wortwahl liegen, kann an eurem Gaming-Namen liegen, kann auch einfach damit zusammenhängen, weil ihr so viel in letzter Zeit bei uns hier geschrieben habt und immer in so einem großen Format. Postet ihr jeden Tag den gleichen Text, kann es passieren, also abgewandelt ein bisschen, aber wenn der restliche Text nicht gut genug abgewandelt ist, kann es sein, dass ihr jetzt Bots eingestuft werdet, bla bla bla. Das ist alles ein YouTube-Problem. Wenn eure Kommentare verschwinden, wollt ihr wahrscheinlich natürlich wissen von uns, ey, warum verschwindet mein Kommentar? Wir können euch da aber leider gar nicht helfen. Wir haben alles an irgendwelchen Restriktionen, Sperren, whatever, was Wörter angeht, haben wir alles rausgenommen vom Adventskalender, sodass das hier ganz clean, als ob unser YouTube-Kanal ganz, ganz neu ist, theoretisch für euch alle funktioniert. Ja, funktioniert aber trotzdem bei manchen nicht. Und das tut mir riesig leid, aber das ist jedes Jahr, betrifft immer so eine, weiß ich, 1-2% aller, die dann wirklich mitmachen. Daher sorry dafür, dass das für euch so kompliziert ist. Eventuell einen zweiten Account irgendwie erstellen, darüber das vielleicht versuchen mitzumachen, den Wargaming-Namen denn da mit reinposten. Ich weiß es nicht. Probiert einfach rum, bis euer Kommentar dann wirklich auch dasteht. Dankeschön nochmal an Wargaming, Brummel, Pü, Despes, Nusno, Meisterreporter, Dimitis und Fjodor F. Uschakow. Dankeschön für diese tolle Möglichkeit, dieses geniale Fenster hier, Türchen, Adventskalender-Türchen, zu befüllen. Haut rein, bis morgen zum nächsten Türchen. Punkt 18 Uhr. Das Gewinnspiel für diese ganzen Inhalte hier bleibt noch ungefähr 24 bis 30 Stunden offen. Erst dann ziehen wir die Gewinner. Haut rein.